Dankeschön. Perfektion schafft Vertrauen. Hotel Mondial, die neue Serie vom ZDF. Das Besondere, die Landeshauptstadt Schwerin diente zum Teil als Kulisse für die Serie. Die Schweriner Innenstadt wird zu sehen sein, sowie das Haus der Kückenstiftung am Pfaffenteich. Dieses dient als Außenaufnahme des Filmhotels. Pünktlich zum Serienstart am 25. Januar konnten sich interessierte Schwerinerinnen und Schweriner die erste Folge in der Cabana Bar am Pfaffenteich ansehen. Das Highlight? Die beiden Hauptdarstellerinnen und der Produzent der Serie waren bei der Premiere. Der Produzent Johannes Pollmann hat seine Idee der Serie mit den Autoren entwickelt. Tatsächlich ein Hotel zu erzählen in den bunten Farben, die diese Welt hat. Anrührend, aber nicht spießig. Die Hauptrollen werden von Joy Ibulu und Lea-Sophie Saalfeld gespielt. Saalfeld spielt die Concierge Maria Ritzel. Die vielen Charakterentwicklungen der Maria Ritzel waren für Saalfeld eine positive Herausforderung. Tatsächlich ist im kompletten Staffelverlauf für diese Figur alles drin. Also Liebe, jetzt weiß ich gar nicht so genau, wie viel ich verraten darf, aber tatsächlich ist wirklich fast alles abgedeckt. Und das hat unglaublich Spaß gemacht zu spielen, weil jede Folge für diese Figur so völlig anders ist. Das war ganz toll. Joy Ivulu spielt Lara Hildebrandt. Die Schauspielerin kann sich gut mit ihrer Rolle identifizieren. Die Gemeinsamkeit zwischen uns beiden ist zum Beispiel, dass wir Alltagsrassismus beide auf einer selben Art und Weise erleben. Und das war auf jeden Fall schwierig, sich da nochmal mit auseinanderzusetzen, aber auch unfassbar spannend, weil ich aus mir selber auch viel rausschöpfen konnte. Ich spiele damit sehr, sehr gerne. Und ja, ich glaube, Lara ist noch mal so ein bisschen offener, ein bisschen haut drauf, mehr wirklich, Freischnauze oftmals, was oftmals auch als nicht so empathisch vielleicht rüberkommen könnte. Aber ich finde, das macht ihren Charakter sehr, sehr aus. Die Serie Hotel Mondial wird wöchentlich mittwochs um 19:25 Uhr ausgestrahlt.